Du wolltest mich sprechen? Williams, raus. Oh, jetzt wird's ernst. Endlich mal ein Gespräch ohne Williams. Alex, seit du zu uns gekommen bist, hat sich bei diesem Verein und bei dir viel Gutes getan, denke ich. Das fängt schon mal gut an, oder? Das war eine tolle Erfahrung, Boss. Hoffentlich läuft die Rückrunde noch viel besser. Für dich auf jeden Fall, für uns nicht unbedingt. Was soll das heißen? Heute Morgen hat sich dein Verein bei mir gemeldet. Let's go! Sie wollen offensichtlich, dass du wieder zu ihnen zurückkommst. Endlich wieder Premier League, zurück bei den Großen. Ja gut, ich weiß nicht, ich habe gemischte Gefühle, ich habe viel gelernt. Endlich bei den Großen kommen, mir egal. Ja! Woo! Endlich zurück in die Oberklasse, ich zeig ihnen, was sie verpasst haben. Oh Mann, wir sind so arrogant. Jemand hat bei seinem Gastspiel eine Menge Eindruck geschindet, ne? Wir hatten eigentlich überhaupt keine guten Leistungen, meistens nur Auswechselspieler oder Einwechselspieler. Das war überhaupt keine gute Leistung. Oh, Williams. Was war das denn, hm? Tschüss, geht wieder in die Premier League für mich. Ich gehe zurück in die Premier League. Glückwunsch, Mann. Oh, und jetzt bekommen wir die erste Cutscene hier wieder zurück bei Leicester City. Sieh mal an, wen haben wir denn da? Hast mich vermisst, Lili? Ah, Zipfel. Am Zipfel. Hunter, endlich wieder zurück bei Leicester City. Willkommen zurück, Alex. Was ist passiert, Toro? Ist mir egal. Ich bin eh schon zur Tür raus, Andy. Hey, Guess. Hey, ein Rückkehrer, wie nett. Also, was ist los mit ihm? Der soll mich ablösen, hm? Was redest du da, Guess? Was meinst du, Alex? Kannst du mit mir mithalten? Hey, Mann. Das weißt du doch. Die neuen SAS, oder? Werd erwachsen. Pass auf. Das nächste Mal sehen wir uns auf dem Platz. Schlechtester bester Freund aller Zeiten. Okay, dem müssen wir es jetzt so richtig zeigen. Walker ist dem Geld gefolgt. Das hast du verpasst, Onkel. Okay, das reicht jetzt. Schwingt eure Hintern auf den Trainingsplatz. Macht schon. Okay, jetzt müssen wir uns hier mal so richtig konzentrieren, so richtig anstrengen. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Wir sind zurück bei Leicester. Hey, hör mal zu. Du solltest überlegen, wem du Gesellschaft leistest, Alex. Keine Ahnung, was mit ihm los ist, Boss. Nun, ein bisschen Ruhm kann eine gefährliche Sache sein. Jetzt wird's hier so richtig ernst. Wir waren echt dicke, fast wie eine Familie. Aber seit der Ausleihe haben wir uns nicht mehr gesprochen. Aber jetzt, wo ich zurück bin... Walker bestand auf einen Auflösungsvertrag. Der Vorstand hat ein Angebot angenommen. Von unserem größten Erzrivalen. Das ist Wahnsinn. Also bei Walker, da wundert mich echt nichts mehr. Bist du bereit für deine Chance, Junge? Vergiss ihn. Für mich zählt nur das Team. Menschen ändern sich. Komm, wir müssen auch ein bisschen ruhiger werden. Menschen ändern sich. Menschen ändern sich. Manche jedenfalls. Ich bin einsatzbereit. Streng dich an im Training. Und gib mir alles, wenn du da rausgehst auf den Platz. Du bekommst deine Chance, Hunter. Die müssen wir jetzt aber auch nutzen. Jetzt okay. Muss es hier so richtig losgehen mit der Karriere von Alex Hunter. Wow! Das ist ja der absolute Hammer! Aber das sieht ja so aus, als wäre da ein Whirlpool drin. Ich fasse es ja nicht. Wow, das hat sich ganz schön verändert. Ja, lange her. Das ist die Wohnung von Alex Hunter. Endlich sind wir hier wieder in Leicester. Das gehört alles dir, Alex. Großartig. Du hast es geschafft, mein Junge. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft, Mom. Na komm schon, zieh Mike. Dir das an. Sieh Jim! Das an. Für sie wäre das wohl ein Zacken zu schrill. Da fehlt Beige. Das war ein Witz. Ganz schön übertrieben für einen Teenager, oder? Ja, etwas. Aber er spielt ja auch in der Premier League. 1968 ist eine ganze Weile her, Jim. Ich musste mir ganz schön den Arsch aufreißen, um diese Bude hier zu kriegen, Mann. Ein kleines Lob würde jetzt sicher besser klingen. Sieht so aus, als würde Alex Hunter ja gleich mit Schulden am Start da sein. Da ist er ja schon. Der Premier League-Überflieger, der erwachsen geworden und jetzt zu allem bereit ist. Ah, ich bin mir noch nicht so sicher. Michael, damit hätte ich nie gerechnet. Na dann gewöhn dich mal dran. Denn so sieht das Leben eines Profis aus, weißt du. Hab doch gesagt, aus dir wird was, Junge. Ja. Tja, dann werde ich mal besser gehen. Okay, bis dann. Michael. Sie sind Alex' Agent, kein Familienmitglied. Vergessen Sie das bitte nicht. Hier bahnt sich Beef an. Bin sehr gespannt, was da noch mit dem Manager passieren wird und vor allem, was natürlich jetzt in der neuen Saison passieren wird. Oder? Mit dem Vater wird es wahrscheinlich auch noch weitergehen, mit Danny Williams und natürlich auch mit Walker.
Jetzt wird's Zeit für erfolgreiche, für bessere Zeiten hier mit Alex Hunter. Und jetzt geht's rein ins erste Spiel. Wieder zurück bei Leicester City. Bist du Alex Hunter? Krieg ich bitte ein Autogramm von dir? Das wird er doch safe wieder verkaufen. Aber gerne doch, danke für die Unterstützung. Sorry, keine Zeit. Ja, okay, so müssen wir noch nicht. Danke für die Unterstützung hier. Überhaupt kein Problem. Das machen wir natürlich. Ehrenmann. Vielen Dank fürs Warten. Entschuldigung, hier drüben. Kriege ich ein Autogramm? Und was ist das? Jetzt ignoriert er einfach Hunter oder was? Was für ein Fake-Fan? Hoffentlich seid ihr nicht solche Fake-Fans. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein kostenloses Abo da und aktiviert die Glocke. So, los geht's. Wir sind wieder zurück und müssen jetzt zeigen, dass wir auch hier auch in diese Liga gehören. Keine Ausreden mehr. Oh, Hunter hier direkt mit dem ersten Pass. Das könnte direkt eine gute Aktion werden. So, das sieht doch schon mal gut aus. Bisschen abgestoppt. Und jetzt gucken wir hier direkt mal drauf auf Hunter. Der wird hier nicht gefoult. Der kommt aber auch nicht zum Schuss. Ja, und jetzt geht die Partie hier auch vorbei. Sehr schön, Jungs. Noch mehr Punkte im Sack. Na klar. Das wird nicht dauernd so sein. Na vielleicht, aber mit mir im Team seid ihr ziemlich sicher. Wenn wir dir alle helfen, du bist ein echter Kaufgänger. Komm, du bist nicht allein. Es funktioniert nur mit Teamarbeit. Du bist nicht allein, Werner. Auf einmal erwachsen geworden hier, Hunter. Damit hast du nicht gerechnet. Der ist ziemlich überrascht. Und jetzt kommt hier Cutscene nach Cutscene, wo wir zwischendurch ja 2 Stunden gefühlt gar keine hatten. Alex! So, nächstes Gespräch. Oh. Bleib ruhig stehen, dauert nicht lange. Ich weiß nicht, ob das ich wollte dir nur mitteilen, dass du auf der Tribüne bleibst in unserem ersten FA Cup. Was? Ich war eben als Startelf-Spieler da eingestellt. FA Cup-Spiele sind was anderes als das, was du bisher erlebt hast. Es ist ein Tanz auf dem Vulkan und um gut reinzukommen, setzen wir auf erfahrene Spieler. Ich werde auch hier gleich zum Vulkan. Ja. Ja, da wurde das Rating hier einfach mal komplett ausgehebelt. Zum Glück bin ich da nicht selber ins Training reingegangen. Hoffentlich sind wir aber dann in der nächsten Partie hier im FA Cup mit dabei. Und jetzt wollen wir hier zeigen, dass wir bereit sind für den nächsten Schritt. So, erste Aktion Mahrez, direkt mal durchgespielt und wir spielen den Ball direkt mal zu Harry Kane durch. Mach ihn rein. Nein, er macht ihn nicht rein. Oh, Harry Kane mit dem Pass auf Hunter. Und jetzt wieder Hunter mit dem Ball. Das ist nicht die Grätsche, die zum Foul führt, sondern das ist der Schuss, der hier zu dem Tor führt. Hunter mit seinem Treffer, mit seinem Comeback-Treffer für Leicester City. Oh, guter Pass. Ich hoffe, das ist kein Abseits. Hunter muss ihn jetzt machen mit dem starken Fuß. Nein, der Pfostentreffer. Immer noch nicht der Treffer. Jetzt ist der Ball drin. Aber der Wechsel zurück, der hat jetzt hier so einen richtigen Push gegeben. Jetzt macht es hier wieder so richtig viel Spaß. Wir gucken auf Hunter. Der muss jetzt hier abstoppen und den Pass spielen. Einfach mal durch die Beine. Komm, mach ihn rein. Nein, das gibt es doch nicht jetzt, Jungs. Mach den Ball doch bitte mal rein hier. Und jetzt ist die Partie auch vorbei. Alex. Was für ein großer Tag für Sie, da Sie heute Ihr Debüt in der Premier League hatten. Ja, ich danke dem Trainer, dass er mir die Chance gegeben hat. Hoffentlich bekomme ich noch viele weitere davon. So, die Laune geht hoch, alle anderen Sachen gehen hier auch hoch. Oh, wir sehen auch, bald wird es hier den ersten Sponsorendeal geben. Und auch im nächsten Spiel dürfen wir wieder von Anfang an ran. So, Hunter jetzt hier mal durchgesetzt mit dem Schuss. Der zweite Schuss. Ja, Harry Kane macht ihn rein, das ist aber wahrscheinlich abseits oder auch nicht. Kein Abseits, Harry Kane trifft. So, Alex Hunter, da ist sehr viel Platz, da ist sehr, sehr viel Platz. Das ist jetzt die große Chance und das ist jetzt das Tor. Back-to-back hier bei den Comeback-Spielen getroffen. Und Hunter zeigt hier natürlich, warum er einer der größten Talente der Welt ist. Und was ist das denn jetzt hier nochmal zum Abschluss der Partie? Ja, lange nichts passiert und dann kommt jetzt aus dem Nichts nochmal so ein Abschluss. Aber das Ganze hier zum Glück in der 90. Minute. Das heißt, es bleibt hier bei 3 Punkten für Leicester. Wieder einmal können wir sehr zufrieden vom Spielfeld gehen. Herzlichen Glückwunsch, Alex. Also Ihr Tor war am Ende das Entscheidende. Der Trainer vertraut mir, dass ich Tore fürs Team mache und es war klasse, einen Treffer zu machen und den Sieg einzutüten. Jetzt ist das nächste Spiel wichtig. Oh, und jetzt kommt die nächste Szene vor dem Spiel gegen Liverpool. Dann mal los. Großer Tag für dich morgen. Oh ja, es geht in den FA Cup. Das ist bloß ein Pokalspiel. Hey, das ist nicht einfach nur ein Pokalspiel des FA Cup. Das ist der härteste Pokalwettbewerb der Welt. Schreib dir das hinter die Ohren. Ja, letztes Mal durften wir überhaupt gar nicht da mitspielen. Hey, mach dir nichts draus. Das ist der einzige Titel, der ihm fehlt. Also geh da raus und gib dein Bestes. Okay, wir müssen jetzt den Titel für ihn holen. Okay, wir haben ein neues großes Ziel. Ich weiß nicht, ob das mit Leicester hier möglich ist. Aber ich meine, sie sind letzte Saison Meister geworden, auch wenn die Ratings nicht so gut sind. Aber dafür müssen wir natürlich erstmal das Achtelfinale überstehen.
Und warte mal, jetzt sehen wir hier einen Tweet von Gareth Walker, dass wir hier noch nicht mal spielen dürfen. Hashtag Bankdrücker, hier steht Hashtag Startelf. Wir dürfen aber trotzdem nicht spielen und überhaupt gar nicht am Start sein. Wir werden nicht mal eingewechselt. Okay, das verstehe ich hier nicht, aber wir kommen immerhin weiter. Und jetzt sehen wir hier schon mal 200.000 Follower. Jetzt sollten wir gleich einen Sponsorendeal bekommen. Lasst übrigens auch ein Abo da, um den 70-Stunden-Stream zu sponsern. Und jetzt bekommen wir wieder eine Szene. Jetzt bekommen wir den ersten Sponsorendeal. Wer ist das denn? Tja, wer wohl? Der Manager. Was gibt's, Michael? Ja. Super, Alex Hunter. Und, die Legende? Hey, Jim, wie geht's? Wir arbeiten. Na gut, eine kleine Leistungsanalyse. Das wird nicht lange dauern. Sowas gab's früher nicht, hey, Jim? Sind die cool. Wie aus dem Koffer, wie bei Ronaldinho damals. Welcher ist dein Favorit? Ja, komm schon, der rechte sieht schon ein bisschen cooler aus, oder? Wir nehmen hier den weißen. Sauber. Und Adidas will, dass du sie trägst. Was hältst du davon? Hammergeil. Schon mal diese Schuhe getragen, Alex? Nein, aber alle anderen haben die an. Probier sie doch aus. Wenn sie dir gefallen, ist das ein netter Bonus. Schließlich brauchst du sie ja sowieso, hab ich recht? Klar. Also schön. Ich sehe, ihr seid busy. Ich mach mich mal vom Acker. Ja, ich bring sie raus. Geht's hier nicht ums Geschäftliche? Wie viel bekommen wir denn dafür, dass wir die Schuhe tragen? Wir machen doch jetzt nicht Werbung umsonst. Sonst können wir auch zu Nike oder Puma gehen. Wuchtiger, zielstrebiger Stürmer. Mutig wie ein Löwe, eiskalter Knipser. 22 Tore 1968-69. Wow. Top-Zustand. Habe ich gegen alle Karten eingetauscht, mit 8. Ich wollte ein Autogramm von Ihnen, aber nehmen Sie sie. Ich dachte, der will jetzt noch ein Autogramm, damit es ein bisschen an Wert gewinnt. Danke. Hey. Der ist okay, ha? Ja, alles klar, steck das ein. Wir gucken die DVD zu Ende. Komm hier. Schau. Das, was ich dir vorher gesagt habe. Ach, hau ab. Da. Irgendwie haben wir jetzt einen Sponsorendeal gemacht, ohne Geld zu bekommen. Aber egal, zurück zum Fußball. Jetzt hier gegen Man United, gegen den Traumverein in der Premier League. So, wir sehen da die neuen Schuhe. Und jetzt sehen wir mit denen hoffentlich auch noch ein paar Tore. Vor allem gegen Man United wollen wir natürlich überzeugen. Da wollen wir eines Tages landen. Oh, ganz anderes Feeling direkt hier mit den neuen Schuhen. Ball verloren. Perfekt. So, Ball gewinnen. Und der Pass auf Harry Kane. Komm, mach ihn rein. Ganz, ganz wichtiges Spiel. Und jetzt könnte hier eine ganz wichtige Szene kommen. Zeigt der Schiri rot. Er zeigt rot. Er zeigt rot. Let's go. Direkt zum Start der Partie. Rot für Bailly. Und dazu gibt es natürlich jetzt noch den Freistoß. Wir brauchen hier einen richtig guten Start, um den Anschluss nicht zu verlieren. Der Pass kommt irgendwie dann doch noch durch auf Harry Kane. Jetzt muss er zurückkommen. Hunter mit dem Schuss, nicht mit dem Tor. Wir sind aber zum Glück nicht mehr in der Phase, wo uns das so richtig beschäftigt. Uns das nochmal so richtig runterzieht. Jetzt sind wir in der Phase, wo wir überzeugen wollen. Nächstes, gute Szene. Jetzt muss er aber sitzen und der sitzt natürlich. Hunter mit dem Tor gegen seinen Traumverein. Jetzt gucken wir mal, was noch so möglich ist mit den neuen Schuhen. So, Harry Kane, vielleicht die gleiche Kombi nochmal. Nee, das wird's erstmal nicht. Aber wir haben genug Schnelligkeit, um den Ball hier wieder zu erobern. Und jetzt könnte der vielleicht direkt zurückkommen auf Harry Kane. Der macht jetzt hier das wichtige 2:0. Ja, ziemliches Zufallsprodukt hier, aber ganz egal, Hauptsache der Ball geht rein. Ja, dieses Sturmduo, das gefällt mir doch am besten. Mit Gareth Walker hat das Ganze ja nicht so funktioniert. Mit Danny Williams natürlich auch nicht. So, und jetzt hier nochmal der Angriff. Der Ball kommt zu Hunter und der muss den jetzt hier reinmachen. Ich will den Lupfer machen. Ich mach den Lupfer und der geht rein. Ganz freche Nummer hier von Hunter. Und damit ein richtig erfolgreiches Spiel. Spieler des Tages heute. Sagen Sie, haben Sie das nach Ihrer Leistung erwartet? Oh ja, Spieler des Tages hier zum allerersten Mal in der Karriere. Das habe ich wohl verdient. Ja komm, Follower, das habe ich verdient. Also, ich denke, ich habe es verdient. Nach 2 Toren. Man will halt immer sein Bestes geben. Manchmal läuft es halt so perfekt wie heute. Ein Kommentar zu Alexanders jüngsten Leistungen, Harry? Yeah, Alex has been great for us. He's got a lot of potential. He's got a lot of talent. He actually reminds myself of me a little bit. He's been doing very well, and hopefully he can, like I say, keep doing what he's doing and keep working hard. And we're excited.
Endlich mein Sturmpartner, mit dem wir hier keine Probleme haben. Und jetzt bahnt sich hier vielleicht direkt der nächste Karriereschritt an. Vielleicht ist es aber auch einfach nur ein dummer Tweet von Danny Williams. So, jetzt mal ein gutes Zusammenspiel hier bei Leicester City. Jetzt Hunter mit dem schwachen Fuß ins Tor rein. Nicht viel passiert, aber es gibt hier trotzdem den Treffer hier in dieser Partie. Wenn wir so weitermachen, dann redet vielleicht Walker auch bald mal wieder mit uns. Und jetzt ist die Partie vorbei. Kein Action-Feuerwerk, aber der nächste Treffer. Alex, wie fühlt es sich an, das Siegertor zu schießen? Das ist immer noch Siegtor. Der Sieg ist die Hauptsache. Komm, jetzt bleiben wir mal hier am Start. Ist super, die drei Punkte zu haben. Bis wir auf dem Boden bleiben. Es war ein enges Spiel. Beide Teams hatten ihre Chancen, aber unsere Jungs haben sich durchgesetzt. Ist schon toll, in so einem starken Team zu sein. Ja, nach dem Spiel konnten wir nicht viel mehr das sagen hier. Das war prima. Danke, Alex. Jederzeit. Ja, wird auch immer kürzer hier. Bin ich nicht mehr interessant genug, oder was? Oh, nächste Szene. Server Mac? Ich glaub schon. Bitte was? Du spielst Fußball wie ein Mann, nicht wie ein Kind. Und das gefällt mir äußerst gut. Erleichtert mir die Arbeit. Na, dann verstehen wir uns doch endlich mal. Danke, ich fühle mich richtig gut. Mache ich doch gerne. Das Team macht mich besser. Danke, Leli. Hab mich sehr gut gefühlt, als wäre es mein Ort. Als wäre es mein Ort. Weißt du, wo jetzt mein Ort wäre? Auf einem Stuhl von einem Neckenfeeling. Ja, Mann, ich verstehe. Gibt mehr im Leben als Fußball. Okay, ja, Ball wurde auch noch nicht geklaut, ist noch am Start, sehr gute Sache. Aktuell läuft mit Hunter hier alles viel besser. Und jetzt geht's hier wieder rein in den FA Cup. Und ich hoffe, diesmal dürfen wir auch spielen, also nach dieser Serie mit den Treffern. Okay, wir sind jetzt hier mit Danny Williams am Start. Ich meine, wer macht diese Werte? Oh, ich glaube, die spielen hier FIFA. Okay, jetzt wird's ernst. Mal sehen, wo du stehst. Und? 65? Nur 65? Das ist doch totaler Blödsinn. Oh, nein, nein, der sieht sogar viel besser aus. Halt die Klappe. Okay, zeig, wo du stehst. Schnell weiter. 50, Mann, wie schlecht. Nein, 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 das war alles von vornherein geplant, ja? Ja, damit mein Profil nicht auflegt und du niemals siehst, wie die Williams kommen. Und dann, boom! Vergiss es. Komm rein, Michael. Du hörst, dass ich es bin? Hey, hört Taylor, man eben. Wann kriege ich einen Vertrag? Kriegst eine SMS? Ich hab so einen Stapel Angebote, so dick. Lustig, echt lustig. Ich wollte dir nur kurz was zeigen. Du weißt, dass man Bilder auch schicken kann, Michael. Zeig her. Den Jungen habe ich heute im Einkaufszentrum gesehen. Oh, armer Junge, hat wohl keine Williamses mehr. Die Marke Hunter wird immer erfolgreicher, Alex. Also alles, was du machst, machst du genau wie bisher. Auf und neben dem Rasen. Ja, das mit den Williams-Treffen, das können wir aber auch sein lassen. 50! Ist ja echt ein Albtraum, mein Sohn. Jemand hat drückt beim Spiel. Ach, Danny. Ich ruf dich schon an. Danke, Michael. Und die vorletzte Folge der Saison bekommt ihr am Montag um 16 Uhr. Lasst ein Abo da, damit ihr das Ganze nicht verpasst.